Über The Last of Us wurde ja schon eine Menge diskutiert. Oh, The Last of Us, Alter. The Last of Us, das erste, was ich gespielt habe, ich habe ja die PS3-Version übersprungen, ne? Habe ich irgendwie nicht mitbekommen oder wollte ich nicht spielen. Und dann, als die Remaster-Version rausgekommen ist für die PS4, dann habe ich das gespielt. Und da gibt es ein Level, das Krankenhaus war das, glaube ich, oder Hotel. Ich weiß nicht mehr, Krankenhaus oder Hotel. Und da habe ich gedacht, Alter, ich muss da ganz schnell wieder raus. So, Freunde, wir schauen PS5-Horrorspiele, die zu weit gehen. Kennt ihr ein PS5-Horrorspiel, was euch zu weit gegangen ist? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich kenne eigentlich keins, weil das Schlimmste ist, wenn irgendjemand zerrissen wird oder so. Das kann man ganz gut sehen bei Callisto-Protokoll. Und oder wenn sich irgendwelche Viecher verwandeln, ne? Oder ganz normale Menschen in irgendwelche Viecher oder ganz normale Viecher in irgendwelche Überviecher. Oder irgendwelche Überviecher, noch größere Überviecher oder keine Ahnung, irgendwas geht zusammen oder keine Ahnung was. Wir gucken jetzt mal, was Inside PlayStation dazu sagt und ich bin mal gespannt, ob die vielleicht irgendwas mir zeigen, was ich noch nicht gesehen habe. Aber eigentlich habe ich alles schon gesehen. Naja, let's go. Vergesst nicht, ein Like dem Video zu geben, wenn ihr das auf YouTube seht. Und einen Kommentar zu schreiben. Was ist denn euer Lieblingshorrorspiel, was zu weit gegangen ist? Stand da PS5? Ah, PS5-Horrorspiele. Okay. Also nicht allgemein. Nur PS5. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch wieder andere zeigen. Also ich mag ja Horrorspiele, ne? Grusel, Nervenkitzel. Und wenn es hier und da ein bisschen eklig wird, alles cool. Bin ein großer Junge. Aber es gibt PS5-Horrorspiele, die mir tatsächlich die Eingeweide zu einer unangenehm zwickenden Brezel gefaltet haben. Irgendwann ist halt zu viel. Ich zeig euch diese Games, aber ich muss euch warnen. Einige Szenen, die sind wirklich nichts für zarte Gemüter. Die zu heftigen, die haben wir geblurrt. Ich bitte euch, die zu heftigen haben wir geblurrt. Ich glaube, das Video ist sowieso ab 18, oder? Da musst du angemeldet sein, um das zu gucken. Wenn du nicht angemeldet bist, dann kannst du das nicht gucken. Ernst zu nehmen. Außerdem werde ich spoilern. Geht leider nicht anders bei der Thematik. Ihr seid gewarnt. Falls ihr etwas nicht sehen und hören wollt, ich habe euch Sprungmarken ins Video gesetzt. Das komplette Video anzuschauen lohnt sich aber trotzdem, denn ich habe euch auch das Wissen. Kannst du mich spoilern? Was will er mich denn spoilern? Will er mir einen Endboss zeigen oder was? Das gruseligste Spiel aller Zeiten reingepackt. Welches wird es sein? Ihr erfahrt. Naja, das gruseligste Spiel aller Zeiten. Ich meine, ändert doch mal einfach den Titel. Schreibt doch nicht mehr PS5-Horrorspiele, die zu weit gehen, sondern von mir aus Horrorspiele, die zu weit gehen. Ja, weil wenn er jetzt eins von PS3-Zeiten auspackt, dann illegal! Was ist hier? Der Weltraum. Was hat er zum Schluss gesagt? Habe ich nicht mehr verstanden. Unendliche Weiten. Und Dark trotzdem Space? Beklemmend, denn in Dead Space. Dead Space, Dark Space. Allein. Also zumindest wünscht ihr euch das schnell. Kein Horrorspiel hat bislang solche Beklemmungen bei mir hervorgerufen wie Dead Space und seine Nachfolger. Keine Ahnung, wie viele Pausen ich gebraucht habe, um das zu zocken. Ihr habt es ja selber wahrscheinlich gespielt. Manchmal ist es einfach zu. Den ersten Teil habe ich nicht gespielt, aber Dead Space 3 habe ich gespielt. Viel die. Da waren schon ein paar Erschrecker dabei. Jumpscares, die sind fies. Und im Remake dazu auch noch unvorhersehbarer als im Original, weil die USG Ishimura nun quasi eine Open World und mehr oder weniger frei erkundbar ist. Das heißt, die Gegner, die respawnen und es gibt neue Random Jumpscares. Vielen Dank für nichts. Das führt zwangsläufig dazu, dass ihr euch wirklich nirgends mehr sicher fühlt. Kleine Anekdote. Einmal stehe ich so gemütlich an der Werkbank und schraube unbekümmert an meinem Plasma-Cutter herum. Ne? Ja, hier kann ja nichts passieren, hier ist eine Safe Zone, denke ich mir sehr naiv. Habe dann allerdings unterschätzt, wie kuschelbedürftig die süßen Necromorphs so sind. Ich schließe also das Menü und zack, da umarmt mich das Vieh doch direkt mal von hinten. Bin noch nie so schnell von der Couch aufgesprungen, Alter. Eigentlich schade, dass ich diesen Moment nicht für euch festgehalten habe. Wahrscheinlich, weil da nicht passiert ist. Über The Last of Us wurde ja schon eine Menge diskutiert. Oh, The Last of Us, Alter. The Last of Us, also das erste, was ich gespielt habe, ich habe ja die PS3-Version übersprungen, ne? Weil habe ich irgendwie nicht mitbekommen oder wollte ich nicht spielen. Und dann, als die Remaster-Version rausgekommen ist für die PS4, dann habe ich das gespielt. Und da gibt es ein Level, das Krankenhaus war das, glaube ich, oder Hotel. Ich weiß nicht mehr, Krankenhaus oder Hotel. Und da habe ich gedacht, Alter, ich muss da ganz schnell wieder raus.
Und noch lang nicht genug. Ist The Last of Us eine Horrorspielreihe? Discuss. Ich finde häufig nicht. Dafür ist es dann doch zu viel Action-Adventure. Aber dann eben doch schon wieder, denn wie ein gutes... Ich suche noch, das geht zu weit. Horror-Game geht's ganz tief rein in menschliche Abgründe und es geht voll an die Substanz. Naughty Dog ist ja dafür bekannt, besonders einprägsame Charaktere zu entwerfen. Ne? Jack und Dexter, Drake und Sully, Joel und Ellie. War das jetzt der Spoiler? Wer The Last of Us Part 1 und 2 gespielt hat, weiß ganz sicher, worauf ich hinaus will. Alle anderen noch einmal hier, Spoilerwarnung. Teil 1 beginnt damit, dass wir 15 Minuten lang die kleine Sarah und ihren Vater Joel kennenlernen. Wir ahnen ja da schon, dass es das Duo nicht leicht haben wird. Es geht ja um eine Art Zombie-Apokalypse. Aber wir sind zuversichtlich. Die beiden sind so ein gutes Team, die... Ihr fandet das schon schlimm? Naughty Dog ist so, halt mal ein Bier. The Last of Us Part 2 setzt noch einen... Achtung, Freunde, jetzt kommt Spoiler. Falls ihr The Last of Us 2 noch nicht gespielt habt, macht mal eine Minute weiter oder so. Falls ihr das Video jetzt auf meinem YouTube-Channel seht oder so. Weil sonst werdet ihr jetzt gespoilert. Drauf. Diesmal müssen wir im Prolog wehrlos dabei zusehen, wie unser Held aus dem ersten Teil brutal hingerichtet wird. Wir verknüpfen mit Joel so viele Emotionen, ne? Genau das hat Naughty Dog... Da war ich auch ein bisschen schockiert. Ein bisschen. Ausgenutzt und genau... Falls ihr The Last of Us 2 nicht selber spielen wollt, sondern einen Let's Play angucken wollt, schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Da ist das komplette Ding drin. Deshalb ist das auch eine der kontroversesten Videospiele. Ohne Facecam, Freunde, aber mit Gelaber. Szenen überhaupt geworden. Manche hassen die Entscheidung, Joel so einen Abgang zu beschweren und haben das auch lautstark im Internet bekannt gemacht. Andererseits bekommt die Story rund um Ellies Rachefeldzug nur ebenso ihre Dramatik, ihre Fallhöhe. Und dass wir dann auch noch Joels Mörderin höchstpersönlich spielen. Reicht jetzt mit den Spoilern. Ihr wisst Bescheid, diese Szene ging für viele jedenfalls zu weit. Ihr guckt das Video jetzt hier beim Essen, ne? Das ist eine Entscheidung und mit der müsst ihr jetzt leben. Denn für das nächste Spiel braucht ihr einen starken Magen. Martha is Dead ist ein psychologisches Horrorspiel, in dem ihr als... Martha is Dead ist jetzt... Die sind zu weit gegangen? Julia in die Rolle eurer verstorbenen Zwillingsschwester Martha schlüpft. An sich ist das Spiel gar nicht mal so gruselig. Ne? Ihr erkundet halt hin und wieder einen nebligen Ort oder ein knarzendes Gemäuer. Die Entwickler haben aber auch ein wenig Gore eingebaut. Und dieses kleine bisschen Gore war schon zu viel Gore für mich. Da gibt es zum Beispiel diese Traumsequenz, in der ihr die tote Martha findet und, sagen wir mal, eine kleine Gesichtstransplantation durchführt. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wisst ihr was? Ich erzähle euch den Rest lieber. Also, ja, ihr... Zieht man die Haut ab vom Gesicht oder wie ist das? So richtig einfach so abgezogen und woanders raufgelegt oder vielleicht selber auf das eigene Gesicht. Also manche Psychopathen sind ja so. Man kennt ja verschiedene Horrorfilme, wo dann erstmal sozusagen langsam das Gesicht abgelöst wird und dann, wo war denn das? Schweigen der Lämmer? Wo der sich das Gesicht so raufgelegt hat? Ich glaube, Schweigen der Lämmer war das, ne? Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnte man sich nochmal angucken. Schneidet Martha das Gesicht runter und ja, es wird noch krasser. Nachdem ihr die Haut vom Fleisch gezogen habt, setzt ihr euch das Gesicht auch noch auf wie so eine Halloween-Maske. Ich hatte recht. Wie Hannibal Lecter, wie der Joker, ihr wisst, was gemeint ist. Und das ist nicht die einzige Szene dieser Art. Hey! In einer anderen rammen wir der toten Martha, die friedlich in ihrem Sarg aufgebahrt liegt, eine Schere in den Bauch. Warum? Schneiden sie auf und ziehen einen blutverschmierten, toten Fötus heraus. Was? Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos, Alter. Martha is Dead. Ist das ab 18, Alter? Das ist doch ab 16, oder? Das Ding wollte ich mir mal holen, weil ich gedacht habe, so, sieht ganz nice aus. Ja. Aber jetzt, glaube ich, hole ich es mir nicht mehr. Esst ihr noch? Doki Doki Literature Club Plus. Was für ein Name. Doki Doki, davon hat er letztens schon mal erzählt in einem anderen Video, was ihr natürlich auch bei mir auf dem YouTube-Channel sehen könnt. Die Reaction. Ist nicht wirklich das, als was es sich ausgibt. Das Game sieht aus wie eine dieser cringy Waifu-Dating-Simulationen, die nur eure Kohle wollen. Es wirkt so unschuldig.
Ich meine, seht euch die Anime-Girls an. Es geht hier um einen Buchclub. Ihr schreibt Gedichte, um eure Auserwählte zu beeindrucken. Kleine Erinnerung. Wenn ihr euch diese wohlige Illusion bewahren oder das Spiel noch ungespoilert spielen wollt, da ist die Sprungmarke. Ich mein's ernst. Doki Doki Literature Egal. Club. Lult euch ein. Er hat ja letztens schon erzählt, dass das irgendwie ganz toll aussieht, ja, aber hinterrücks komplett strange sein soll. Mit seinem leichten Geflirte. Da erwartet niemand, dass irgendetwas Schlimmes passieren könnte. Und dann haut euch das Ding einfach so ein Brett in die Magengrube. Wollt ihr eine kleine Auswahl? Gerne. Ja. Depressionen, Selbstverletzungen, Suizid, Psychotricks. Puh. Eines der Anime-Girls hat es auf euch abgesehen. Sie durchbricht die vierte Wand, spricht euch womöglich sogar mit echtem Namen an oder sie löscht eigenständig Save-Files und startet das Game neu. Klar, damit rechnet man normalerweise eher nicht. Also ihr jetzt schon, ich hab's euch ja erzählt. Stellt euch jetzt aber mal vor, es hätte euch niemand vorgewarnt. Also denkt an die armen Typen, die nicht hingesehen haben und dachten, es sei einfach jetzt nur eine cute Waifu-Dating-Simulation. Unangenehme Situation. Euer Freund wurde von einem wilden Tier in die Hand gebissen und windet sich blutüberströmt auf dem Boden. Was würdet ihr tun in dieser Situation? Hä? Keine Ahnung. Hab keine Freunde. Hey, Hand abpacken. Logisch. Ja, aber wie? Mit einer Shotgun wegballern? Mit einer Kettensäge abtrennen? Das Entscheidungshorrorspiel The Quarry. The Quarry. Das wollte ich auch noch spielen, aber das ist von den gleichen... das ist das gleiche System wie... wie hieß das andere Spiel? Ich hab's schon wieder vergessen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und das fand ich nicht so geil. Das war irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen erinnere ich mich auch fast gar nicht mehr dran. Lässt euch genau diese Wahl. Ich habe mich im Affekt für Letzteres entschieden. Aber ich glaube, das Spiel ist auch kostenlos im PS Plus, von dem her, let's go. Entschieden. Patient Dylan, der sieht das sicherlich genauso. Also, was soll ich sagen? Dass das Ganze so grafisch wird, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Blut, es spritzt in alle Richtungen, als wäre hier heute Action Painting Montag. Dazu das Röhren der Kettensäge und der verstörte Gesichtsausdruck von Ryan, der die Kettensäge führt. Also... Nach Essen war mir danach nicht mehr sonderlich. So richtig fertig gemacht hat mich aber, dass ich genau das entschieden habe. Wisst ihr, ich hätte doch die Shotgun nehmen oder mich generell weigern können. Klar, auch das hätte Konsequenzen gegeben, aber zumindest wäre mir dieser Montagsmaler-Splatter-Kurs erspart geblieben. Ich weiß, da steht PS5-Spiele im Videotitel. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los hier. Jetzt kommen wieder PS4-Spiele. Ich raste aus! Titel. Oder PS3? Ihr müsst es nicht extra kommentieren. Ihr könnt, wenn ihr wollt. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Aber The Walking Dead The Telltale Definitive Series ist ein PS4-Titel. Ich habe es trotzdem mit auf die Liste genommen, denn das Telltale-Spiel im Zombie-Setting, es muss hier... Hier muss ich dazu sagen, da habe ich nur den... Wie sagt man? Erste Serie? Series? Erste Staffel? Die erste Staffel? Kann man dazu erste Staffel sagen? Ne, auf jeden Fall der erste Teil. Den habe ich da auf der Vita mal gespielt. Wenigstens kurz erwähnt. Und ich habe mir mal vorgenommen, dass ich alle davon spiele und überall Platin hole, weil die sollen ja so leicht sein. Aber ich habe einfach keinen Bock, weil das erste war schon irgendwie so langweilig und die... Mir hat es irgendwie keinen Spaß gemacht. Außerdem könnt ihr das Spiel ja trotzdem auf eurer PS5 spielen. Und ihr solltet es auch, denn es ist verdammt gut. Und deshalb ist es ja auch hier. Auch wenn mir das Ende bis heute wirklich schlaflose Nächte bereitet. Nachdem wir Protagonist Lee so viele Stunden begleitet haben, ach ja, und stimmt, richtig ans Herz gewachsen ist, müssen wir ihn am Ende töten. Ihr müsst die schwere Entscheidung treffen, ob die kleine Clementine den infizierten Lee erschießen oder an den Heizkörper gekettet zurücklassen soll. Egal wie ihr euch entscheidet. Ich weiß gar nicht, wie ich mich entschieden habe. Für Lee kommt jede Hilfe zu spät. Ob ich geweint habe? Ich will nicht darüber reden. Ich brauche seine PlayStation Profiles Seite. Unbedingt! Die Frau geht mit Kettensäge auf Mann los. Ja, kann schon mal vorkommen, ne? Vor allem, wenn man wie mir aus Resident Evil 7 Biohazard jahrelang grausigen Horror durchlebt hat und im Oberstübchen nicht mehr ganz heil ist. Als Protagonist Ethan seine verschollene Frau endlich wiederfindet, sägt sie ihm erstmal vor Freude direkt den linken Unterarm ab. Das meinte ich eigentlich vor nicht. Vor Freude! Ich normalerweise darauf hinweisen, einen Daumen nach oben dazu lassen. Also, passt auf euch auf und lasst einen Daumen da. Die Szene an sich ist ja schon heftig, sollte aber, Überraschung, eigentlich noch viel krasser ablaufen. Ich lasse im Übrigen einen Daumen da, immer nachdem ich das Video geguckt habe. Ich würde sogar zwei da lassen, wenn ich könnte, aber es geht leider nicht. Außer ich müsste mich mit meinen anderen 28 Accounts einloggen, aber das will ja keiner sehen.
laufen. Es gibt ein Interview, in dem hat Game Director Koshi Nakashini gestanden, dass mir Ethan eigentlich ursprünglich glatt in zwei Hälften zersägen sollte. So eine Zauberin. Hurra! Als Spieler solltet ihr dann beinlos zu einem Safe Room robben, während euch die Gedärme aus dem offenen Unterleib hängen. Wie so eine undichte Tragetasche. Also mein Magen... Also wenn ich in zwei geschnitten werde, so einmal hier so durch, dann robbe ich nirgendwo mehr hin, weil das bringt eh nichts. Ich bin persönlich froh, dass die... Und ich glaube, das kannst du auch nicht lange aushalten, da wirst du ohnmächtig. Entwickler sich nicht für die Variante entwickelt. Falls du das überhaupt noch erlebst, ne? Weil wenn die anfängt zu sägen, ist ja noch nicht durch. Aber du bist dann wahrscheinlich schon durch. Die Namen. Ich habe ja gesagt, ich habe das wissenschaftlich gruseligste Spiel dabei. Denn laut einer Studie von Broadband Choice ist Madison genau das. Madison VR, da gibt es ein VR-Spiel, ne? Madison, das heißt nur Madison, ne? Und da gibt es ein VR-Version. Gruseligste Videospiel aller Zeiten. Aber das ist so hart, oder was? Der Puls der Studienteilnehmenden lag beim Spielen im Durchschnitt bei 97. In der 2022? Ach so, dann gibt es das schon länger, aber die VR-Version ist, glaube ich, jetzt erst rausgekommen. Spitze bei 131. So stellt euch das mal vor. Alter, ich drück viel zu oft Pause, ne? Ich drück viel zu oft Pause. Vielleicht müsste ich erstmal so ein Stück durchlaufen lassen und dann kommentieren. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr spielt ein Horrorspiel, was ihr sowieso schon nicht aushaltet, vor dem Fernseher. In VR, Alter. Das ist verrückt. Bisschen wie Joggen. Nur ohne Joggen. Ich habe meinen nicht gemessen, aber dieses Spiel zu zocken, vor allem in VR, geht definitiv aufs Herz. Falls euch das zu heftig sein sollte, geht's natürlich auch ohne VR. Es bleibt aber anstrengend, deshalb, egal ob mit oder ohne VR-Brille auf, lasst das Ding bloß nicht Oma spielen. Das Gemeine an Madison ist die Wehrlosigkeit. Eure einzige Waffe, wenn man so will, ist eine Kamera, mit deren Blitzlicht ihr die dunklen Ecken des Hauses kurz ausleuchten könnt. Mensch, klasse, dann sehe ich die Monster ja besser. Ach, und da habe ich euch erwähnt. Wie oft? Also ich würde wahrscheinlich Dauer klicken. Dauer fotografieren, Alter. Der Akku wäre instant leer. Sofort. Dass die Kamera einst einem Serienmörder gehört hat und ihr mit ihrer Hilfe ein dämonisches Ritual abschließen müsst. Haha, super. Also ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit nach unten gucken. Ich habe dieses Game nur mit vielen langen Pausen und eine Menge Beruhigungstee abschließen können. So viel Gewalt, so viel Gore, so viel Grausamkeit. Ich brauche jetzt erstmal 5 Stunden lang Shorts mit kleinen Katzenvideos. Das bringt mich wieder runter. Ihr lasst am besten noch ein Like da und schreibt mir noch in die Kommentare, welche Horrorspiele denn für euch zu weit gingen. Welche Szenen euch im Kopf geblieben sind und ihr sagt, alright. Wusste das? Wir sind hier unter uns, kommt schon. Bis zum So, Freunde. Ich weiß gar nicht, was mein Horrorspiel war. Ach so, doch, eins weiß ich. Da, das hieß, wie hieß denn das? Da gibt's hier, warte mal, ich guck mal kurz bei PSN Flopfest, ich komme jetzt nicht drauf. Aber ich muss das unbedingt erzählen. Und zwar war das ein VR-Spiel. Kann man das filtern? Plattform. PlayStation VR. Da habe ich nicht so viele, deswegen kann ich direkt. Until Dawn, so hieß im Übrigen das andere Spiel, was ich gemeint habe. Dieses Query davor und so weiter. Until Dawn Rush of Blood habe ich auch noch nicht platiniert. Weil das ist so heftig. Und ich glaube, das kann ich nur platinieren oder nochmal spielen. Das ist im Übrigen für die VR1. Das kann ich nur platinieren oder nochmal spielen, wenn ich mir Musik raufknalle, den Game-Sound runter und die Musik Vollgas. Irgendein Metalcore oder so. Ansonsten halte ich das nicht aus, Alter. So, gucken wir mal kurz in die Kommentare. Horrorspielen können nie genug gehen. Top 3. Es muss noch viel mehr geben. Aha. Jeder, der eine VR2 muss Madison ausprobieren. Ja, ausprobieren, Alter. Unter Trophy Hunt, dann gibt's kein Ausprobieren. Entweder du ziehst es dann durch oder nicht, ne? Bling! Huch! Jetzt muss ich es durchziehen. Ach ja, Outlast ist auch krass, ne? Little Nightmares. Mhm. Ja, gut. Ansonsten, ja, guck mal hier. Das ist mein Albtraum hier. Der Kollege. Der spielt so viele Spiele, da komme ich gar nicht mehr hinterher. Haben wir schon ein Like gegeben? Ja, haben wir schon gegeben. Also Freunde, lasst hier ein Like da, lasst bei mir ein Like da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns zum nächsten Horror-Video.